Hallo, mein Name ist Simon Ebbert. Ich bin Ingenieur und arbeite in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Funktionsweise und die Anwendung eines geotextilen Entwässerungsschlauches vorstellen. Ein geotextiler Entwässerungsschlauch kann überall dort eingesetzt werden, wo Schlämme anfallen. Die Entwässerung in einem Entwässerungsschlauch erfolgt nach dem Prinzip der Filtration, welche durch ein spezielles Hochleistungsfiltergewebe ermöglicht wird. Bei der Filtration handelt es sich um die mechanische Trennung der festen und der flüssigen Phase eines Stoffgemisches bzw. einer Suspension. Unter einem Schlamm wiederum wird die Suspension aus feinen Partikeln und einer Flüssigkeit verstanden, wobei die Partikel sich fein verteilt in der Flüssigkeit in Schwebe befinden. Die suspendierten Partikel können sowohl mineralischen als auch organischen Ursprungs sein. Schlämme in Teichen, Talsperren, Seen oder anderen fließenden und stehenden Gewässern entstehen durch Sedimentation von Feststoffen infolge der sich verringernden Fließgeschwindigkeit und der dadurch abnehmenden Transportkapazität des Wassers. Die Schlämme, die ebenfalls als Sedimente bezeichnet werden, können in stehenden und fließenden Gewässern sowie an deren Bauwerken erhebliche betriebliche sowie ästhetische Probleme hervorrufen, die in letzter Konsequenz die Funktion beeinträchtigen oder Schäden an Umwelt und Gesundheit verursachen können. Des Weiteren fallen auf Kläranlagen, in vielen Industriebetrieben und auf großen Baustellen Sedimente bzw. Schlämme an, die als Klärschlämme, Industrieschlämme bzw. Infrastrukturschlämme bezeichnet werden. In der Regel handelt es sich bei den anfallenden Sedimenten um Prozessschlämme, die einer Entwässerung unterzogen werden müssen. Ein weiterer Anwendungsbereich sind Bergbaurückstände. Diese Schlämme fallen in enormen Mengen bei der Förderung vieler Rohstoffe an und müssen aufgrund ihrer oftmals sehr hohen Schadstoffbelastung infolge der Abbau- und Weiterverarbeitungsprozesse entwässert und entsorgt werden. Eine Möglichkeit zur Entwässerung großer Mengen von Schlämmen ist es, den Schlamm in Becken oder auf Spülfelder zu pumpen, was jedoch einen sehr großen Flächenverbrauch mit sich bringt. Daher werden die Schlämme entweder direkt abtransportiert, was wiederum mit einem hohen logistischen Aufwand verbunden ist und einen großen ökologischen Fußabdruck nach sich zieht, oder durch technische Verfahren entwässert. Bei der technischen Entwässerung kommen häufig Bandfilterpressen, Kammerfilterpressen oder Zentrifugen zum Einsatz, welche oftmals hohe Investitions- und Unterhaltskosten haben, sowie eher für geringere Schlammmengen ausgelegt sind, was sich bei großen Mengen sowohl negativ auf die benötigte Entwässerungszeit als auch auf die Entwässerungskosten des Schlammes niederschlägt. In vielen Situationen bietet die Entwässerung mittels geotextiler Schläuche enorme Vorteile. Diese sind gegenüber der soeben genannten Verfahren die Entwässerungszeit im Zusammenspiel mit dem zu entwässernden Volumen. In einen solchen Schlauch können in kurzer Zeit große Mengen Schlamm gepumpt werden. Über das permeable Gewebe kann das Wasser aus dem Schlauch austreten. Nach einer vom Schlamm abhängigen Karenzzeit ist der gewünschte Wassergehalt erreicht und der entwässerte Schlamm kann aus dem Schlauch entnommen und abtransportiert werden. Aufgrund der vorangegangenen Entwässerung muss nur noch ein deutlich reduzierteres Volumen abtransportiert werden. Der Ablauf der Schlammentwässerung in einem Entwässerungsschlauch lässt sich in 4 Schritte unterteilen. Im ersten Schritt wird der Schlamm über einen Saugbagger oder eine größere mobile Tauchpumpe gefördert. Der zweite Schritt umfasst die Konditionierung des Schlammes. Darunter wird die Anreicherung eines Schlammes mit einem Flockenhilfsmittel verstanden, mit dessen Hilfe sich die suspendierten Partikel zu größeren Flocken zusammenfügen lassen. Im Anschluss an die Konditionierung und nachdem der Schlamm eine ausreichend lange Durchmischungsstrecke passiert hat, wird dieser in den Entwässerungsschlauch gefördert. Dort findet der Kernprozess, die Entwässerung, statt. Der Schwerkraft folgend wird der Schlamm kontinuierlich in einem statisch-gravimetrischen Verfahren entwässert. Durch die anhaltende Konsolidierung des Schlammes reduziert sich der Wassergehalt im Entwässerungsschlauch so lange, bis der Schlamm schließlich im vierten und letzten Schritt entsorgt werden kann. Eine Endlagerung im Schlauch ist ebenfalls möglich. Eine Wiedervernässung des Schlammes in der Konsolidierungsphase oder während der Endlagerung, zum Beispiel durch Regen, wird durch die Einkapselung verhindert. Somit kann ein höherer Trockenrückstand als bei der Spülfeldentwässerung erzielt werden. Entwässerungsschläuche können problemlos mit einem Umfang von 28 Metern und einer Länge von 65 Metern erstellt werden, woraus ein Nutzvolumen von 1650 Kubikmetern resultiert. Um das während der Entwässerung aus dem Schlauch austretende Wasser kontrolliert abzuführen und Erosion um den Schlauch herum zu vermeiden, sollte die Fläche unterhalb des Schlauches erosionssicher sein bzw. eine Drainageschicht vorgesehen werden. Projektspezifisch können je nach Flächenverfügbarkeit sowie in Abhängigkeit der Schlammeigenschaften Schläuche auch in mehreren Schlauchlagen übereinander gestapelt werden. Durch die stetige Weiterentwicklung der für die Schläuche eingesetzten Hochleistungsfiltergewebe wurde die Entwässerungsleistung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert.
Bei einem gleichen entwässerten Schlammvolumen von 60.000 Kubikmetern, was 100.000 Kubikmeter in situ Schlamm bzw. 345.000 Kubikmeter nassgebaggerten Volumen entspricht, müssten im direkten Vergleich zu einem Soltan-Entwässerungsschlauch ca. 12 Zentrifugen und sogar 30 Bandfilterpressen eingesetzt werden, um eine gleich kurze Prozessdauer zu erzielen. Die Schlammentwässerung mit Soltan-Entwässerungsschläuchen vereint die Vorteile einer schnellen und platzsparenden Entwässerung großer und kleiner Mengen Schlamm und stellt daher sowohl vom ökologischen als auch vom ökonomischen Standpunkt her betrachtet eine innovative und sinnvolle Lösung dar. Ich hoffe, diese Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Wir freuen uns darauf, Sie zu beraten.